Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 22 von City Skylines. Ja, da haben wir letztes Mal dieses Gebiet hier neu gemacht und da auch, damit wir mehr Arbeiter bekommen, damit dies hier wird. Ich sehe aber immer noch das klappt nicht so ganz. Was wir auf jeden Fall jetzt machen können, da wir eine 7500 Einwohnerstadt haben, oder Städtchen, können wir jetzt hier uns um den Müll kümmern, da wir eine Müllverbrennungsanlage haben. Und die sollten wir vielleicht irgendwie hierhin machen. Dafür brauchen wir eine Straße, steht da. Gut. So, jetzt ist die Frage. Machen wir sie hier lang, oder? Und hier hinten haben wir eine größere Straße, die da ist. Hier soll eine kleine rüber. Das heißt, wir müssten eigentlich gucken, dass wir hier mit einer Straße rüberkommen. Aber ob das geht, weiß ich gar nicht. Was haben wir denn noch so anzubieten? Eine Autobahn. Lärmschutzwand, was ist das denn hier? Autobahnauffahrt, okay. Das wäre ja auch interessant, hier eine Autobahnauffahrt zu machen. Dann könnte man hier eigentlich nochmal ins Industriegebiet fahren, oder? Wie sieht denn das aus? Okay. Ist wohl ganz gut geworden, oder? Da ist jetzt eine Markierung drauf. Ich sehe aber nicht, ob es rauf oder runter geht. Runter geht's da, ne? Ja, das ist ja schon mal gut. Müssen wir da jetzt noch eine Auffahrt hinkriegen, oder? Da will er nicht, aber da will er. Gut. Ich hoffe, ja, da geht es auch noch rechts rum. Gut, dann passt das. Aber jetzt müssen wir hier irgendwie noch eine Brücke rüberschlagen, ne? Und, wie war das noch? Weiß ich gar nicht mehr, ne? Und da könnte ich sogar so anbinden direkt, das will ich aber auch nicht. Jetzt wüsste, ne? Straße verbessern geht auch, interessant. Abknicken, umschalten. Straßen. Ah, Bild hoch, alles klar, jetzt haben wir es. So, passt's, oder? Und, die Frage, kriege ich das da irgendwie dran, ne? Oh, sieht schon schlecht aus, ne? Einmal näher. Das will er natürlich da so nicht einrasten. Kriege ich das irgendwie da dran, ne? Geht so nicht, ne? Wenn ich jetzt Bild runter mache, geht sie runter. Ah, alles klar. Aber sie müsste dann erst woanders runtergehen. Also nochmal hier hin. Wo ist denn das? Da ist das. Und dann runter. Wunderbar. Das hat doch geklappt, oder? Über die Eisenbahn drüber weg, nach da hinten. Da müssen wir nochmal runter. Und hier hinten müssen wir nochmal anschließen.
Und zwar. So, genau. So, und dann von dort. So, geht das so? Ne, geht natürlich nicht so. Das heißt, ich muss die Abfahrt noch mal ändern. Bagger weg. Ja, da macht er sie natürlich ganz weg. Das ist schade drum. Aber können wir jetzt auch nicht ändern. Autobahn, Abfahrt. Und so, jetzt haben wir sie angeschlossen, oder? Da ist die Auffahrt, da ist die Abfahrt, das passt. Und hier drüben müssen wir das auch noch so machen. Tja, aber wie? Gute Frage, ne? Dann müssen wir mal, geht das mit der Hochstraße auch? Ja, würde gehen, das ist ja auch cool, ne? So. Einfach so da hoch. Und von der anderen Seite machen wir es das gleiche in grün, oder? Haben wir es. Nur hier haben wir sie falsch rum gemacht, sehe ich schon gerade. Da wollen, sollen die drauf fahren und das ist die falsche Richtung. Bagger raus. Da müssen wir umgekehrt machen. Hoch und dann da dran. Passt. Eingeklinkt. Fertig. Okay, sieht zwar interessant aus, aber ist es halt passend. Gut, und dann hier weiter. Nee. Die nicht. Ich glaube, wir machen hier hinten mal eine vierspurige Straße gerade dran, oder? Obwohl, da lohnt es auch nicht mehr, eine vierspurige zu machen. Machen wir eine einfache. Einfach hier geradeaus erstmal. Und dann die MVA, das war unser Ziel. Bauen wir hier hin. Gut. Okay. So, jetzt gucken wir da mal rein. Außer Betrieb, Vermittlungsanlage. Ach so, wir müssten mal laufen lassen, ne? Okay, Müllverbrennungsanlage stellt Strom her. Die Verwaltung von Müll zu Strom. Ja, gut. Holzindustrie ist klar. Urlaub auch prima. Grünes Licht. Eine Unterstützung der Holzindustrie. Tolle Stadt. Tolle Stadt. Ja, der Blumenwiesen tut da auch einer. Holzindustrie. Alle Schmiergelder. Energiereiche Planktonwaffeln kommen auf den Lebensmittelmarkt. Man schmeckt die gut. Wow, super. Weiß ich nicht, ob ich die essen möchte. So, die ist noch außer Betrieb. Wir wissen noch nicht warum. Hier steht jetzt noch nichts bei, was ich machen muss. Was ist denn mit Strom? Hätten wir. Ölkraftwerk gibt es auch. Auch schön. Daran liegt es jetzt nicht. Wasser müsste da auch sein, falls es Wasser braucht.
Gut. Ja. Aktiv, inaktive Müllhalden. Stellt sich die Frage gerade, was wir da machen müssen. Gebäude in andere Einrichtungen leeren. Budgetfenster aufrufen. Mehrere Probleme, kein Platz mehr. Und das zweite. Ich glaube, da geht's jetzt los, oder? Gebäude leert sich. Holzindustrie. Gut. Okay. Wie sieht's hier aus? Normalbetrieb, 19% voll. Hier haben wir auch noch eine. Kein Platz mehr. Entleeren. Läuft eigentlich. Hier unten ist auch noch einer. 75% voll. Ich glaube, das war's, oder? Jetzt sollte es hier auch laufen, oder? Im Normalbetrieb. Weil wir zwei leer machen. Passt also. Gut. Verkehr. Ah, da sind hier die Müllwagen, ne? Nee, doch nicht. Sah nur so aus. Da fahren LKWs durch die Stadt. Das ist, glaube ich, ein Feuerwehrauto. Nee, ein Hotdog-Auto. Keine Ahnung, was das für eins ist. Sieht ganz interessant hier aus. Funktioniert. Wir haben auch einen zweiten Anschluss jetzt sozusagen an die Autobahn. Da oben, genauso wie da unten. Unsere sieht ein bisschen anders aus wie die da oben. Gut. So, was weiter? Nicht genug Arbeiter. Ja, Blumengießen ist klar. Holzindustrie ist auch klar. Seetang. Schokoladenkekse, toll. Okay, das haben wir jetzt geklärt. Universität hatten wir noch. Das war Schulbildung, das war eben das, da, das Buch ist die Schulbildung. So, die Uni, wo muss die Uni hin? Ach so, das haben wir ja auch noch, neue Gebiete, okay. Erstmal das. Würde ich jetzt fast vorschlagen, da hinzubauen. Die Seite. Einzugsgebiet wäre da. Nicht ganz so toll. Das wäre das optimale Einzugsgebiet da. Wer wohnt denn da? Handel. Ja. Nochmal rauszoomen. Zack. Der Handel war leider über. Aber jetzt haben wir Bildung. Das ist wichtiger. Fast bis ins letzte Eck. Können sie alle hin. Gut. Und dann haben wir neue Gebiete. Bürogebäude noch. Ringbesiedeltes Gewerbegebiet. Ach so, hier dicht und so. Ja, ja, klar. Können wir das upgraden? Keine Ahnung, ob man das upgraden kann oder ob das nur so ist. Geht wahrscheinlich nicht, ne? Dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Machen wir mal einen dahin, so zum Testen. Das ist Bürogebiet. Machen wir hier mal Bürogebiet hin. Na komm schon. Wahrscheinlich fehlt da jetzt gleich noch Wasser. Jo. So, passt erst. Attraktivste Stadt gewonnen. Cool. Das ist doch prima, ne?
Holzindustrie, Schmiergelder, alles klar. Und die Uni. Alles prima. So, da sind wir schon wieder ein ganzes Stück weiter. Wir haben jetzt auch Arbeiter, die da hinten arbeiten können. Die gehen zur Uni und dann gehen sie hier arbeiten. Nee, sieht noch nicht so aus. Da müssen wir noch viel machen, denke ich. Aber das kriegen wir alles in den Griff, denke ich. Normalbetrieb. Wir haben noch genug Müllreserven. Alles klar. Und haben wir schon das erste Haus hier? Wo war das denn mit dem... Das ist das erste, ne? Ja. Und hier Bürogebäude will noch keiner hin. Aber nicht schlimm. Das soll auf jeden Fall für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.